Bücher und Grafiken als Erlebnis. Design, Revolte, Regenbogen, so der Titel, den die Villa Stuck zum Motto der Würdigung des Grafikdesigners und Artdirektors Willi Fleckhaus macht. Kurator Hans-Michael Kötzle hat die 350 Werke der Ausstellung 25 Jahre lang zusammengetragen. Mit der Zeitschrift Twen sorgt Willi Fleckhaus 1959 zum ersten Mal für Aufsehen. Die Themen innovativ und provokant, gar revolutionär. Ja, also es waren gleich eine ganze Themenpalette. Sechs Mädchen über sechs, wir müssen uns vorstellen, Adenauerzeit, das war schon vom Titel her Provokation. Visuell, der schwarze Fond war neu, die Negativschrift, die kleinlaufende Groteskschrift, all das war im Grunde eine Kampfansage an die traditionelle Zeitschriftenästhetik. So sahen die Zeitschriften bis zu Fleckhaus' ersten Grafiken bei der Gewerkschaftszeitschrift Aufwärts 1952 aus. Ein Skandal. Auch die Darstellung dieser Schwangerschaft. Denn die Barbara mit geöffneter Jeans und ihrer stolz vorgetragenen Schwangerschaft war etwas, was konservative Kreise extrem aufgeregt hat. Es gab eine Anzeige und ein Verfahren vor der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Aber natürlich eine Geschichte und ein Bild, das eine ganze Generation geprägt hat. Die erste buchgestalterische Arbeit für den Suhrkamp Verlag. Weißer Grund, schlichte schwarze Schrift und ein umlaufendes Farbband. Eine Bibliothek der Moderne war konstituiert. Dann die sogenannte Regenbogenserie in 48 Farben für anspruchsvolle Literatur, die wohl jeder Schüler kennt. Diese Bücher haben ja im Grunde dann die 68er-Revolte mit begleitet. Aber Fleckhaus findet eben eine wunderbar konsequent sinnliche Lösung, die in der Verbindung von Schrift und dunkler Farbe nicht immer optimal war. Aber das musste in den Hintergrund treten zugunsten einer überzeugenden Gesamtanmutung. Auch bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist der schwarze Fond Fleckhaus Markenzeichen. Schwarz haben ja die anderen Zeitschriften eher gemieden, die waren eher rot. Also die Quick war rot, der Stern war rot, Life war rot. Es war im Grunde eine, ja vielleicht vom Existenzialismus auch, abgeleitete neue Ästhetik, die hier ganz augenfällig auch am Kiosk sich bemerkbar machen sollte. Inhaltsverzeichnisse und Titel, Doppelseiten, spannend der Wechsel von großen und kleinen Elementen hier. Die Kleinen nannte er so seine Würzbeigaben, also das, was man noch so als Dekoration dazu streut. Der Umgang mit Weißraum, dass also auch das unbedruckte Papier eine Rolle spielt. Willi Fleckhaus und Ottel Eicher, der eine Bauch, der andere Kopfmensch. Beide Gestalter in der BRD des Aufbruchs werden Thema bei einem Streitgespräch am 21. Juli in der Villa Stuck sein. Übrigens, in der von Martin Wörl konstruierten Metallstruktur Studiolo können die Münchner ab sofort jede Ausstellung der Villa Stuck nacharbeiten.